Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe mein neues Auto bekommen und ja, ich habe ja schon in meinem Video von vor zwei Monaten, in dem ich mein anderes Auto damals bekommen habe, angekündigt, dass es eben bald noch ein neues geben wird. Und ja, es ist soweit. Die mein letztes Video geschaut haben, wissen, was ich bekommen habe, nämlich ein Audi Q5 TFSIe. Ich habe gevloggt, wie ich diesen Audi abgeholt habe und werde euch den Bock jetzt in diesem Video zeigen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, vorab muss ich noch sagen, erstmal ein Dankeschön an meinen Papa, der mich gefilmt hat. Aber ja, mein Papa ist nicht so der beste Filmprofi. Und deswegen sind die Aufnahmen jetzt nicht die krassesten, die ihr je gesehen habt. Deswegen seid bei meinem Papa nicht so streng oder mit mir oder mit uns beiden. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal den Vlog und werde dann nach dem Vlog noch ein bisschen was erzählen zu dem Auto. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Autohaus und holen mein Auto ab und ja, ich bin richtig happy. Ja, ich bin so gespannt, wie der dann in echt aussieht und ich freue mich so darauf. Ich melde mich dann auf jeden Fall, wenn ich wieder da bin, wenn ich angekommen bin, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht, weil die Sonne blendet gerade so krass. Ich habe auch meinen Oberteil gerade so reingemacht, weil mir ist so heiß. Ich weiß gar nicht, was mein Papa gerade genau macht, aber wir sind irgendwo angehalten und ja, er macht jetzt irgendwas hier und... Gleich geht's zu meinem Auto. Ich freue mich so. Mitlaufen. So, also wir müssen jetzt noch kurz einen kleinen Moment warten. Aber ich bin so gespannt und die Aufregung steigt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen fail, dass ich hier mein YouTube-Video mit der Maske machen muss, aber geht ja ums Auto, ne? So. Ja, den halt mal schön sauber. Weißes Auto. Ja, wenn er sauber ist, sieht er wirklich cool aus. Also Leute, das ist jetzt mein neues Auto. Wie findet ihr ihn? Schreibt es mal in die Kommentare. Und da kriegst du wieder nur Hater. Riecht gut. Ich nehme euch mal mit hier rein. Schaut mal. Schön, oder? Boah, ich bin so happy. Das war's auch schon mit dem Vlog oder mit dem, was ich gefilmt habe vor Ort. Ich hoffe, dass euch das trotzdem gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so der überkrasseste Vlog der Welt war. Ja genau, ihr habt das Auto ja jetzt gesehen. Ich blende euch hier auch nochmal zwei Bilder ein, von vorne und von hinten. Ich finde das Auto halt so schön. Also ich weiß nicht, das ist so richtig groß, aber ich finde es richtig schön von allem eigentlich, sowohl von innen als auch von außen. Ich bin übelst happy mit dem Auto und auch nochmal ein großes Dankeschön an meinen Papa. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Auto so findet, was euer Traumauto ist und bin gespannt, was ihr mir so schreibt. Und an die, die das jetzt nicht so verstanden haben, ob das ein Elektroauto ist oder ein Benziner oder wie genau das funktioniert. Also der Audi ist ein Hybrid, das heißt, der ist sowohl elektronisch als auch, dass er eben mit Benzin fährt. Der hat eben zwei Tankdeckel, auf der einen Seite fürs Benzin, auf der anderen Seite für den Strom. Und ja, man kann halt den ganz normal tanken gehen oder eben mit dem Ladekabel, was dabei war, voll tanken, voll mit Strom tanken. Und das ist halt mega cool, weil ich kann halt mit dem sowohl elektrisch fahren, als auch als normales Benzinauto fahren, also mit dem normalen Motor und auch als Hybrid, dass er halt so von selbst umschaltet. Zum Beispiel auf der Autobahn schaltet er dann eben in den Benzinmodus um. Das ist noch ein bisschen verwirrend, weil ich mich selber mit dem Prinzip noch nicht, also vorher noch gar nicht beschäftigt habe. Aber eigentlich ist das mega easy zu verstehen und das Auto schaltet sowieso von selbst um, also eigentlich muss ich gar nicht viel machen. Und es fährt und es macht Spaß. Und ja, genau. Da gibt es, glaube ich, gar nichts zu erzählen aktuell. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Und dann war es das jetzt auch schon mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und ihr könnt mir gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es wird jetzt die nächste Woche oder ja, in der nächsten Zeit auf jeden Fall, wird noch ein sehr langer Vlog von meinem Wochenende oder meinen 5-6 Tagen bei Peyton online kommen. Ich habe dann nämlich sehr, sehr viel gevloggt und der Vlog ist auch echt cool geworden. Aber ich glaube, ich habe irgendwie 1,5 Stunden Videomaterial und ich will ja kein 1,5 Stunden Video hochladen. Deswegen muss ich das ein bisschen kürzen. Ich habe auch überlegt, daraus zwei Teile zu machen, aber ich weiß nicht, ob das cool ist. Deswegen muss ich das nochmal schauen. Aber es wird auf jeden Fall ein richtig cooler Vlog online kommen. Und ein Shopping Haul habe ich auch noch. Das wird auch online kommen. Also damit ihr schon mal Bescheid wisst, auf was ihr euch jetzt demnächst wieder freuen könnt. Das war's dann jetzt mit dem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!